Hallo und Halleluja, schön, dass ihr mit dabei seid im heutigen Video. Ja, wer kennt sie nicht, diese Tage, an denen man einfach mal unzufrieden ist und sich die Frage stellt, was hat es eigentlich mit diesem Gefühl auf sich? Hat es schon mal jemand ganzheitlich durchleuchtet? Wieso ist es eigentlich ein gutes Gefühl? Kann Unzufriedenheit aus der Seele und aus dem Ego kommen? Und wie lerne ich das zu differenzieren? Was möchte mir das Gefühl sagen? Wie gehe ich damit um? Und ja, das werden wir heute mal aufdröseln, weil ich glaube, es ist so die Zeit dafür. Und in dem Wort Unzufriedenheit steckt ein Wort Frieden. Ja, also wir haben quasi die Lösung in dem Wort schon enthalten. Und wir müssen nur das wegnehmen, was um das Wort Frieden gebastelt ist. Und da auch immer unseren Weg anerkennen, dass wir von der Unzufriedenheit in den Frieden wandern. Ja, also wir gehen von der Angst in die Liebe, von der Schwere in die Leichtigkeit und von der Unzufriedenheit geht es in den Frieden. Und das ist ein ganz großer Weg, den sich jeder von uns ausgesucht hat. Und ja, nicht jeder von uns wird ihn erreichen in diesem Leben, aber es geht darum, den inneren Frieden zu finden. Und es soll aber auch ein ehrlicher innerer Frieden sein und nicht nur so ein, ja, ich muss ja dankbar sein, weil ich habe ja ein Dach über dem Kopf, ich habe ja zu essen und ich habe ja genug Geld oder ich habe ja das und das. So, Dankbarkeit ist schön, aber nicht, wir sollen nicht... Ihr müsst leider hinten bleiben, sonst raschelt es. Tut mir leid. Die wollen nicht, ne? Also bin ich jetzt hier auch gleich unzufrieden mit dieser Mikrosituation. Ja, bin ich tatsächlich. Aber da ist auch der Hinweis, Daniela, vielleicht anderes Mikro, ne? Also Unzufriedenheit ist nicht schlecht. So, wo waren wir jetzt? Das ist alles perfekt. Jetzt scheint mir auch noch voll die Sonne ins Gesicht. Ja, ich weiß, du willst mich erheitern, liebe Sonne. Ihr bringt mich alle durcheinander. Ich bringe mich selber durcheinander. Genau, Frieden, innerer Frieden. Und darum geht es eben, den Frieden in sich zu finden und die Unzufriedenheit aber als Wegweiser zu nehmen und eben nicht zu sagen, ich muss jetzt zufrieden sein, weil ich habe doch das. Und schau mal, es gibt Leute, denen geht es noch schlechter als dir. Und was hast du denn für Probleme? Oder wieso fühlst du dich heute hässlich? Wieso fühlst du dich heute ungeliebt? Wieso fühlst du dich heute einsam? Wieso fühlst du dich heute so und so? Ja, sich da nicht zu verurteilen, sondern sich so anzunehmen und sich das auch mal zuzugestehen und nicht wegzureden, ja, weil Gefühle sind immer gut. Das Einzige, was nicht gut ist bei den Gefühlen, ist, wenn wir sie wegreden oder wegreden lassen. Ja? Und das haben wir häufig gemacht in der Vergangenheit oder machen lassen. Und deswegen führen wir dieses Muster fort, ne? Weil häufig geben Gefühle keinen Sinn für uns, ja? Wie Unzufriedenheit. Ja, wieso bist du jetzt einfach unzufrieden? Und wenn es für unseren Verstand keinen Sinn ergibt, dann wird es weggeredet. Ja. Und da ist aber wichtig, dass du dir bewusst machst, jedes Gefühl, das du hast, hat immer einen Sinn und eine Berechtigung. Auch die Unzufriedenheit. Und der erste Schritt ist immer, erstmal dieses Gefühl anzunehmen und zu sagen, ich bin jetzt unzufrieden, weil, keine Ahnung, ich heute irgendwas umgeworfen habe, weil ich heute mit dem falschen Bein aus dem Bett gegangen bin, weil das und das ist, weil ich mich heute nicht schön fühle, weil ich mich heute einfach unzufrieden fühle. So. Und das einfach mal annehmen und sagen, so, ich fühle mich unzufrieden. Okay. Der Verstand sagt, ist ein blödes Gefühl, will ich nicht. Die Seele sieht es anders. Ja, weil da kommen wir aber gleich noch dazu.
Jetzt ist es eben so, dass wir uns erstmal annehmen in so einem Moment der Unzufriedenheit und nicht sagen, es hat keinen Grund oder es macht keinen Sinn, weil jedes Gefühl, wie gesagt, eine Berechtigung hat. Und das wirklich das Toxischste überhaupt ist in der, nicht nur in der spirituellen Welt, sondern allgemein in der Welt, so dieses, ja, mir geht es jetzt schlecht, okay, ich setze mich jetzt hin und stelle mir vor, wofür bin ich dankbar, dann geht es mir besser. Hey, ist nicht der verkehrteste Weg, ein positives Mindset zu haben, aber damit gibst du der Unzufriedenheit das Signal, dass du keinen Grund hast und versuchst dich selber zu manipulieren, indem du sie positiv versuchst wegzureden, ja, oder wegzumeditieren oder dich abzulenken oder so. Und dann löst du das aber nicht auf, ne? Und das nicht falsch verstehen, ne? Wir dürfen lernen, Gefühle anzunehmen, ja, wie sie sind, sie nicht wegzureden, aber nicht uns reinzusteigern. Ja? Also das, und das ist so der Unterschied, was annehmen und transformieren, aber nicht reinsteigern und sagen, ich armes Opfer, ich und blablabla. Ja, das ist wieder was anderes. Aber nicht wegreden. Und nicht versuchen, mit irgendwas Positivem zu ersetzen, weil dieses Gefühl der Unzufriedenheit ja auch eine Botschaft hat und die brauchst du nicht mit einem anderen Gefühl versuchen, dich zu manipulieren. Nenn nichts gegen positives Mindset und so weiter, aber wir manipulieren häufig uns und andere und erkennen gar nicht, was die Botschaft von dem Gefühl ist, ja? Und dann können wir es auch nicht wirklich auflösen, weil dann kommt es irgendwann wieder, weil wir es ja nur verdrängt haben. Und das hat ganz viel mit unserem inneren Kind zu tun, das wir auch heilen, weil du mit Sicherheit früher als Kind Gefühle hattest, die nicht so verstanden wurden oder so angenommen wurden oder werden konnten, sie weggeredet wurden oder du sie runtergeschluckt hast, für dich behalten hast. Und das ist jetzt ganz wichtig, als Erwachsener zu lernen, damit umzugehen und es nicht wegzureden. Und da habe ich auch zum Beispiel Videos, zwei Videos, die heißen Neid sinnvoll nutzen, weil auch Neid ist ein gutes Gefühl, ein positives Gefühl. Nur hat man uns immer gesagt, Neid ist ein schlechtes Gefühl. Ja, du darfst nicht neidisch sein, weil dann bist du ein böser Mensch. Ja, und das ist totaler Schwachsinn. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass du jetzt als Erwachsener nicht diesen Fehler wiederholst, wie er bei dir in der Kindheit gemacht wurde oder passiert ist, sondern dass du einfach das erstmal annimmst und sagst, okay, du bist jetzt da, du hast eine Berechtigung und ich komme jetzt der Sache auf die Schliche, warum und was es mir zu sagen hat. Und wenn wir das so ein bisschen spielerisch sehen, ohne Verurteilung, ohne, oh, jetzt ist was schlecht mit mir, ja, oder oh, ich bin doch immer positiv, wieso bin ich jetzt unzufrieden? Es macht doch keinen Sinn, weil ich bin doch so und so und ich bin doch ein positiver Mensch. Das hat ja nichts damit zu tun, dass nicht jeder auch mal unzufrieden ist. Ja? Jedes Gefühl gehört dazu. Egal wie weit du auch bist in deiner Transformation oder in deiner Entwicklung. Ja, die Gefühle, die bleiben ja. Wir bleiben Mensch. Ja, es verändert sich nur unser Umgang damit. Und so stecken da häufig auch Lernaufgaben dahinter, ja, wie wir mit unseren Gefühlen selber umgehen, also wie wir mit uns umgehen. Aber so wie wir auch mit uns umgehen, so gehen wir mit anderen um. Es gibt viele Menschen, die sind sehr hart zu anderen, weil sie hart zu sich sind. Da habe ich kürzlich, ich möchte jetzt auch keine Namen nennen, aber irgendwas auf Instagram gesehen von einer sehr bekannten Person und die hat geschimpft, weil sich jeder hier irgendwie auf Social Media nur aufregt und die hat so gesagt, Leute, wieso regt ihr euch denn nur auf? Was ist falsch mit euch? Und da war so richtig ganz viel Wut, ja, und Ablehnung. Ja, und dann so dieses, ne, jeder, der damit in Resonanz steht, ja auch Daniela wohl, weil sie es gesehen hat. Also es war sehr viel so dieses Strafende, Strenge. Ja, und da ist mir wieder so bewusst geworden, oh, ne, du gehst vielleicht, wirst erwachsen, ja, du bist fertig erzogen worden
und bekommst aber dann immer wieder das gespiegelt, auch die Härte teilweise von den Menschen. Ja, und ich gucke mir manche Sachen so interessehalber an, so auch für Studienzwecke, und merke dann auch, wie viel Abwertung, Bewertung und Wut auch da so von A nach B geschubst wird. Und dann viele Menschen denken, Mann, ich muss jetzt einfach glücklich sein. Ne? Wir haben doch hier alles, gerade in Europa. Wieso sind hier so viele Depressive? Wieso haben hier so viele Burnout? Wieso sind hier so viele Essgestörte oder Drogen-, Medikamentenabhängige? Seid doch einfach glücklich. Wieso seid ihr denn so unzufrieden? Steh auf, überleg dir drei Dinge, für die du dankbar bist, und dann tschakalaka, geh in den Tag, und dann ist doch der Käse geschnitten, oder? Ist es nicht so einfach? Nein. Aber irgendwie ist es schon einfach, aber anders. Ja? Aber ihr seht schon ein bisschen so die Ironie und ein bisschen mein Sarkasmus, weil es einfach ein gesellschaftliches Thema ist und wir häufig von Menschen, von denen wir es auch gar nicht dachten, dass die vielleicht unzufrieden oder unglücklich sind oder depressiv. Da habe ich auch Videos zum Thema Depression ganzheitlich, die verlinke ich euch auch an der Stelle. Ja, weil das sind auch wundervolle Botschaften der Seele und eben die Chance zu lernen, damit umzugehen. Ne? Weil erst wenn ich ein Gefühl habe, kann ich lernen, damit umzugehen. Wenn ich es nicht habe, kann ich nicht lernen, damit umzugehen. Wenn ich jahrelang meine Wut unterdrückt habe, kann ich nicht lernen, mit Wut gesund umzugehen, weil ich habe es ja unterdrückt und richte sie häufig gegen mich. Ja? Also esse dann zu viel vielleicht, ja, oder lasse mich immer anschreien von anderen, weil ich das Thema immer anziehe. So war es bei mir lange Zeit. Und dann kann ich nicht lernen, mit diesem Gefühl umzugehen, im Sinne von, ich muss es ja selber fühlen. Ja, und wenn ich selber fühle, kann ich mein Gefühl mit meinem Gefühl arbeiten. Wenn ich es nicht fühle, wird es mir immer im Außen gespiegelt. Ja, dann weiß ich zwar, okay, wenn ich wütende Menschen in mein Leben ziehe, habe ich dasselbe Thema. Oder wenn ich unzufriedene Menschen in meinem Leben habe und ich denke aber selber, ich bin glücklich, dann habe ich mir auch die Frage gestellt, bin ich wirklich so glücklich? Weil wenn ich so glücklich bin, wieso bin ich dann umgeben von unzufriedenen Menschen? Ja, und das ist eben auch so der Knackpunkt, wenn man es verdrängt hat, fühlt man es nicht, aber nimmt es bei anderen wahr und häufig lehnt man es in anderen ab. Und so ist auch unser Land, das, also ich will jetzt nichts gegen Deutschland sagen, ne? Das Land hört ja auch zu, so sind wir häufig gesellschaftlich konditioniert, dass andere, also dass Menschen über andere schimpfen, die unzufrieden sind, obwohl sie das gleiche Thema haben, weil wenn sie das Thema nicht hätten, würden sie es gar nicht im anderen erkennen und würden es da gar nicht quasi bearbeiten wollen. Und deswegen denke ich mir auch immer, wenn ich mit dem Thema konfrontiert werde, so, oder was mich bei anderen stört, stelle ich mir immer die Frage, was hast du für ein Problem damit? So, und bevor wir es jetzt unnötig kompliziert machen, was ich damit sagen möchte, ist, dass wenn man das Gefühl hat, ist es schon gut, weil es war vorher auch da, nur hat man es vielleicht nicht gespürt. Viele Menschen leben über viele Jahrzehnte hinweg so ein Leben, wo sie sagen, ja, ich bin ja zufrieden, ich habe ja alles, ich brauche mich nicht beschweren. Und es ist aber so dieses nicht richtige Zufriedenheit, sondern die Zufriedenheit, die erzwungene. So, ich muss jetzt zufrieden sein, weil ich habe ja alles. Und wenn man aber tief in sich hineinspürt, merkt man, so richtig zufrieden war man noch nie. Also ich hatte so Phasen im Leben, wo ich dachte, okay, ich habe jetzt einiges erreicht. Und ich dachte auch in dem Moment, wow, ich bin ja glücklich oder zufrieden. Aber wenn ich so bei mir war und vielleicht alleine mit mir, habe ich immer gespürt, nee, Daniela, so zufrieden bist du eigentlich gar nicht, wie du tust oder wie du denkst zu sein.
Und ich habe es aber immer wieder weggeschoben. Weil dieses Gefühl ist nicht so, dass man sagt, yeah, her damit. Bisher noch nicht, aber ich arbeite daran, dass wir da anders damit umgehen. Ne? Und deswegen ist es immer wichtig, ein Gefühl auch ein Gesicht zu geben. Also wenn du jetzt deine Unzufriedenheit hast, wie erscheint sie dir? Und da lass es mal einfach so kommen, ja, wie sich's dir zeigt, ob das ein Tier ist, ob das ein Mensch ist, ob das irgendein Wesen ist, ob das ein Stofftier ist oder eine Farbe oder eine Form. Lass es dir zeigen. Und dann hast du da so, da hast du das so greifbar, ja? Dann hast du da, dann kannst du besser damit arbeiten. Ja, und vielleicht hast du jetzt so die Unzufriedenheit als, ich sage jetzt einfach mal, als Koala-Bärchen oder als was auch immer. Und dann ist es greifbar. Ja? Und dann kannst du das erstmal akzeptieren als ein Teil von dir. Und dann kannst du den auch integrieren. Dann muss er dir nicht mehr im Außen gespiegelt werden, in deinem Umfeld. Und dann hast du den, ja. Und es soll nicht bedeuten, dass der jetzt ein negativer Teil von dir wird. Also, dass du sagst, boah, Daniela, jetzt habe ich ja immer dann meine Unzufriedenheit bei mir. Das ist voll negativ. Ich will doch jetzt nicht immer die Unzufriedenheit haben. Das Ding ist, jedes negative Gefühl, das du positiv integrierst, vervollständigt dich. Und es ist nicht mehr negativ. Das Ding ist mit den Gefühlen so, dass es Energien sind. Wenn ich gegen einen Anteil von mir ankämpfe, gegen eine Energie, dann versuche ich sie immer wieder wegzustoßen und zu sagen, nee, ich will nicht unzufrieden sein, das Gefühl will ich nicht, oh, ich will keine Angst, oh, ich will nicht das. Und Energie ist aber immer gut. Und wenn wir sie annehmen und integrieren, steht sie uns als Energie zur Verfügung und dann können wir damit arbeiten. Wenn ich Wut nicht haben will, ja, so hatte ich lange Zeit. Dann hat man irgendwann Burnout. Ja, dann hat man keine Wut mehr, aber auch überhaupt keinen Antrieb und keine Kreativität, keine Leidenschaft, nichts. Dann bist du einfach so. Okay, ich bin nicht mehr wütend. Ich habe kein Problem mit Wut, weil ich bin ja nicht wütend. Aber wieso ziehe ich dann die wütenden Menschen an? Also habe ich ja doch ein Problem mit Wut, weil sonst würde ich es ja nicht anziehen. Wisst ihr, was ich meine? Und als die Wut dann wieder kam bei mir, war es dann natürlich erstmal wieder so wie, oh, pass auf, Daniela, ja, du sollst ja keinem damit wehtun und dir auch nicht wehtun. Und in Wahrheit hatte ich mich aber jahrelang mit meiner eigenen Wut zerstört, auch körperlich. Ne, Stichwort abgeknirschte Zähne. Bekomme ich heute noch ganz viel Bewunderung von Zahnärzten, wie ich das geschafft habe, ja. Also der Kiefermuskel ist der stärkste. Deswegen ist da bei mir einiges geboten. Ja, also wenn ich an das Thema denke, lieber nicht, dann wäre ich auch gleich wieder unzufrieden. Ne? Ja, und das ist eben so wichtig, eben anzunehmen, mit Humor zu sehen, aber nicht wegzureden oder ins Lächerliche von wegen von, ah, du bist jetzt zu empfindlich oder so. Ne? Das nicht. Annehmen, gib ihm einen Namen oder ein Gesicht und erkenne, das ist ein Teil von dir. Weil es gibt, und da habe ich auch ein Video, ja, da habe ich mehrere Videos, verlinke ich euch, alle Engel sind schon da in dir und das Böse gibt es nicht. Ja, und das erklärt nochmal, beide Videos erklären nochmal, einmal mit Engelchen und einmal mit dem Bösen, erklärt nochmal, dass keine Energie außerhalb von uns zu finden ist. Keine Energie. Weder die böse Energie, die bösen Gefühle, noch die gute Energie, die lichten Gefühle. Ja, alles sind Anteile von uns und alles ist gut, wenn wir lernen, damit richtig umzugehen und sie in uns integrieren. Die Wut positiv genutzt mit einem offenen Herzen ist unsere Leidenschaft, die Kreativität, das Aufbauende. Wut mit einem verschlossenen Herzen ist sehr zerstörend. Und so ist jedes Gefühl
Energie und wichtig und vervollständigt uns. Ja? Und auf dem Weg der Vollendung dürfen wir lernen, und deswegen kommen diese Gefühle auch immer wieder, damit umzugehen und mit ihnen zu arbeiten. Wenn wir mit unseren Gefühlen arbeiten, das ist Energiearbeit. Ja? Also Energiearbeit bedeutet nicht, Gefühle zu unterdrücken oder sie weghaben zu wollen, sondern sie anzunehmen und damit zu arbeiten. Das ist gelebte Spiritualität, ohne sich oder andere zu belügen. Und deswegen dürfen wir lernen, mit den Gefühlen umzugehen, was wir eben in der Kindheit häufig nicht so gelernt haben. Und wenn du es erstmal angenommen hast und dir dann anguckst, warum bin ich unzufrieden? Ne? Manchmal weiß man es nicht. Manchmal hat man irgendwie sowas, was weiß ich, so, ich fühle mich heute hässlich. Ja, und so Tage haben wir alle. Ja? Oder wir stellen irgendwie fest, also bei mir, dass meine Haut schlechter geworden ist. Und dann so, oh, warum? Oder ich weiß es gar nicht, ne? Das ist da manchmal so, es ist einfach so da und nicht so greifbar. Und dann weiß ich, okay, Daniela, es ist jetzt nicht deine Haut. Es ist nicht dein Aussehen. Und dann sagt der Verstand, was ist es denn? Und das Ding im ersten Step ist, du musst es gar nicht unbedingt wissen, wenn du es erstmal da sein lässt, weil das quasi wie so ein Anteil auch ist, der zu uns zurückgelaufen kommt und wir stoßen den ja häufig weg. Und ich weiß, also Unzufriedenheit war ein Anteil von mir, wo ich oft gesagt habe, nee, das, nö, 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 nein. Ja, und dann habe ich den so weggeschoben, habe häufig unzufriedene Menschen angezogen, weil ich meine Unzufriedenheit weggeschoben habe, habe sie nicht mehr gefühlt. Und jetzt, wenn sie mal manchmal kommt, dann nehme ich sie erstmal an und sage, hey, du bist ja ein Teil von mir. Ja, gehört zum Menschsein dazu. Ja, ich bin Daniela und ich bin auch mal unzufrieden. Unzufriedenheit ist okay, ist gut. Ja, und dass du wirklich dieses Gefühl mal annimmst und da sein lässt und es nicht wegschiebst und sagst, so, ich muss mich jetzt ablenken. Ich muss mich jetzt beschäftigen, ich muss aus der Unzufriedenheit raus. Oh, ich bin unzufrieden mit meinem Aussehen. Oh, okay, dann gehe ich jetzt, was weiß ich, erstmal zur Kosmetikerin. Oder ich mache das. Ich lenke mich ab, ich muss was tun. Nein, du musst erstmal gar nichts tun. Du darfst es erstmal sein lassen. Du darfst es erstmal annehmen. In Liebe. Das ist, wenn ein Kind schreit und du weißt noch nicht, was es braucht. Du nimmst es erstmal in den Arm und gibst ihm Liebe. Du lässt es erstmal sein, du lässt es schreien und was machst du? Du gibst ihm erstmal Liebe, bevor du ihm irgendwas im Mund steckst zum Essen oder Schnuller oder was weiß ich. Sondern es erstmal annehmen und lieben. Das ist das Allerwichtigste, was wir für uns tun können, wenn wir ein ungeliebtes Gefühl haben, uns dann zu lieben, wenn unser Verstand sagt, nein, du bist jetzt nicht liebenswert, weil du bist unzufrieden und das macht man nicht, gehört sich nicht, ist kein gutes Gefühl. Ja, und deswegen ist die Unzufriedenheit da, dass wir lernen, das zu machen. Uns nicht immer sofort abzulenken, ja, weil auch hier sind wir gesellschaftlich so aufgebaut, ja, du bist unzufrieden, naja, dann lenk dich doch ab. Nein, lenk dich nicht ab. Sitz mal da mit deiner Unzufriedenheit. Und guck sie dir an und sprech mit ihr. Du hast jetzt ein Gesicht dazu, also rede mit ihr. Was hast du mir zu sagen? Nun, da gibt es nämlich mehrere Möglichkeiten. Also zum einen eben verletztes Kind heilen, ja, dass du dich selber erziehst, indem du lernst, mit deinen Gefühlen umzugehen und dich für jedes Gefühl zu lieben. Und dann sich die Frage zu stellen, was braucht es? Ja, was braucht das Gefühl? Also was brauchst du? Und wenn du lernst, damit umzugehen, dann integrierst du es in dir,
wirst fortan auch schneller differenzieren können, warum ist die Unzufriedenheit da? Kommt sie aus dem Ego, kommt sie aus der Seele? Und dazu kommen wir auch gleich noch. Ne? Das ist es, was wir lernen dürfen, mit den Gefühlsnuancen umzugehen. Nicht zu verdrängen, nicht wegzureden, nicht weghaben zu wollen, sondern zu verstehen und zu differenzieren. Und Unzufriedenheit ist da so ein sehr facettenreiches, farbenprächtiges Gefühl. Das ist wie so ein bunter Blumenstrauß. Das ist nicht nur ein Gefühl, das hat so viele Facetten, das ist wie so ein schimmernder Diamant. Wenn du dir dieses Gefühl länger anschaust, dann ist es wirklich wie so, wow, so viele Facetten hat das. Was gibt es da alles zu entdecken bei diesem Gefühl? Da könnte ich wahrscheinlich über die Unzufriedenheit schon ein ganzes Buch schreiben. Vielleicht sollte ich das machen. Ja, und dann eben erstmal anzunehmen und dann zu analysieren, was ist bei dir der Auslöser. Ja, wenn du es nicht so weißt und sagst, ich bin einfach unzufrieden oder es könnte sein, dass du dich gerade in der transformativen Phase befindest, wo einfach Sachen in dir und in deinem Leben umgestellt werden, wo die Unzufriedenheit aus deinem Verstand kommt und der Verstand überfordert ist und Alarm gibt. So, oh, da passiert was, verstehe ich nicht. Das ist nicht gut. Ja, also wenn du ein körperliches Symptom bekommst und dann unzufrieden bist und sagst, Mann, wieso schon wieder? Dann ist es die Bewertung aus deinem Verstand und deine Seele sagt aber, hey, wieso bist du unzufrieden? Ich will dir doch eine Botschaft schicken. Die Krankheit soll dich jetzt nicht unzufrieden machen, sondern soll dir einen Hinweis geben. Also deswegen kann es manchmal sein, dass eben das Ego was nicht versteht und dann unzufrieden wird. Und in Wahrheit ist es aber auch ein Geschenk oder ein Segen. Ja, also auch wenn du vielleicht deinen Job verlierst und dann sagst, oh nein, warum genau jetzt? Und 2 Wochen später bekommst du aber einen viel besseren Job. Dann konnte das dein Verstand ja noch gar nicht wissen, was da kommt. Und da ist eben wichtig, immer offen zu bleiben und sich nicht von der Unzufriedenheit verschließen zu lassen. Weil wenn du sagst, oh, ich habe meinen Job verloren, oh, ich habe meinen Partner verloren, oh, ich habe das, oh, ich armes Opfer, oh, ich habe keinen Bock mehr auf die Welt, immer ich und immer, dann verschließt du dich, dann verhältst du dich wie ein bockiges Kind. Und dann wird dich das Gefühl nicht weiterbringen. Es ist immer wichtig, offen zu bleiben im Herzen und im Geiste und nicht zu sagen, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf den Mist. Nee, ja, kann man zwischendurch auch mal machen, ja. Mache ich auch. Aber jetzt nicht so, so langfristig. Ne? Ich sage dann auch, oh nee, habe ich jetzt keinen Bock. Und dann sage ich aber, okay, ja. Doch, ich nehme es jetzt an. Das ist meine Schöpfung, also nehme ich es an. Ja, und jedes Gefühl ist ja unsere Schöpfung. Auch wenn wir sagen können, Gefühle übertragen sich, ja, aber du kannst das nur empfangen, wenn du in dir Resonanz hast. Also wenn du sagst, ich habe unzufriedene Menschen in meinem Leben, die gehen mir alle auf die Nerven mit ihrer Unzufriedenheit, kannst du dich zwar isolieren und sagen, ich habe keinen Bock mehr auf euch, aber die Frage ist natürlich immer eine Resonanzfrage, warum hast du die in deinem Leben, wenn du selber nicht unzufrieden bist? Na, und das ist technisch gesehen nicht möglich, unzufriedene Menschen ständig anzuziehen, wenn man selber glücklich ist. Und deswegen ist es immer so wichtig, sich sein Umfeld anzuschauen und wie gesagt, das Gefühl auch erstmal wieder anzunehmen und dankbar zu sein, wenn du es hast, weil wenn du es hast, kannst du damit arbeiten, wenn du es nicht hast, kannst du nicht richtig damit arbeiten. Und deswegen schaden uns immer nur die Gefühle, die wir nicht mehr haben. Und die Gefühle, die wir haben, mit denen können wir arbeiten, weil sie da sind. Und deswegen ist eben wichtig, auch zu differenzieren, wann kommt die Unzufriedenheit aus der Seele und wann aus dem Ego. Und die Seele benutzt auch den Verstand, um Unzufriedenheit zu erzeugen, um mit dir zu kommunizieren. Und jetzt wird's tricky. Ich sage ja, es ist wie so ein Diamant, die Unzufriedenheit, wo du dir, wenn du, kannst dir stundenlang anschauen und entdeckst immer wieder was. Es ist ja so, dass die Seele ist Liebe. Ja, und
Die Seele möchte Gefühle erfahren. Und die Seele möchte dich dann aber auch in die Heilung führen. Ja, die möchte nicht, dass du da versumpfst. Also zumindest nicht in diesem Leben. Das hattest du bestimmt schon in anderen Leben, aber in diesem Leben ist es anders. Die möchte nicht, dass du darin versumpfst, sondern dass du diese Gefühle hast und integrierst, weil dich alle Gefühle zur Allliebe führen. Also wer wirkliche Erleuchtung erfahren möchte, darf alle Gefühle haben und diese Leiter hochgehen und lernen, mit jedem Gefühl umzugehen. Und da kann man auch keine Stufe, die Treppe hochgehen, wollte ich sagen, oder Leiter, ja. Da kann man auch keine Stufe auslassen und sagen, ich hüpfe jetzt mal über die Unzufriedenheit drüber. Ja, auf die habe ich keine Lust, die brauche ich nicht, weil ich bin ja glücklich. Nee, jedes Gefühl möchte integriert werden, weil es dich zu deiner Ganzheit führt. Die Liebe ist die Summe aus allen Gefühlen. Und wenn du sagst, ich möchte die Liebe, aber ich möchte nicht die Wut, ich möchte nicht den Neid, ich möchte nicht die Unzufriedenheit, dann sieht es schwer aus. Und deswegen ist ja auch jedes Gefühl immer ein Zeichen deiner Entwicklung, weil wenn es kommt und du lernst, damit umzugehen, dann bist du im nächsten Level. Aber wichtig ist eben immer die Integration der Gefühle und nicht sie zu betäuben oder runterzuschlucken. Und auch das ist halt gesellschaftlich so, dass wir häufig Gefühle betäuben wollen oder nicht haben wollen. Entweder verdrängen, erfolgreich, ja, wir sind erfolgreiche Verdränger. Und die kommen aber nach und nach dann wieder hoch im richtigen Moment. So, aber jetzt zurück zur Unzufriedenheit und Seele oder Ego oder beides. Wie gesagt, die Seele ist Liebe. Deine Seele liebt dich immer. Ja? Also auch wenn du unzufrieden bist, wenn du bockig bist, wenn du wütend bist, wenn du traurig bist. Also von deiner Seele wirst du immer Liebe bekommen. Jetzt möchte sich aber deine Seele als Mensch erfahren. Und auch aus Liebe zu dir möchte sie, oder du aus Liebe zu dir selber, möchtest du Erfahrungen machen, auch emotionale Erfahrungen, die dich reifen lassen. Ja, wenn du in diesem Leben wirklich Frieden fühlen möchtest und Zufriedenheit, dann kommst du an der Unzufriedenheit nicht vorbei, weil die ist der Weg dorthin. Ja, also das ist quasi... Die Unzufriedenheit bringt dich in die Zufriedenheit. Die Angst bringt dich in die Liebe. Wenn wir aber das Negative ablehnen, dann kommen wir nicht hin, wo wir eigentlich hinwollen. Weil wir den Weg nicht haben wollen. Den energetischen. Ja, deswegen, deine Seele kann dein Verstand nutzen, um auch Gefühle in dir zu erzeugen, um dich zu steuern. Ja, also wenn deine Seele dich zum Beispiel, sagen wir mal so, Beispiel, du hast noch Schmerz in dir und deine Seele sagt, jetzt ist es an der Zeit, den Schmerz rauszuholen, ja, überlegt sich deine Seele was, oh, wie machen wir das denn, wie kommen wir denn an den Schmerz daran? Es ist an der Zeit für emotionalen Detox. Wie kommen wir da ran? Oh, wir brauchen emotionales Brechmittel. Ach, lassen wir doch mal hier jemanden, lassen wir dich doch mal dich verlieben. Also ich nehme mal mich als Beispiel. Ich habe noch Schmerz im Herzen. Sagt meine Seele, okay Daniela, ich schicke dir jetzt Menschen ins Leben, in denen du dich verliebst, damit er dich verletzt, um den Schmerz hochzuholen. Unser Verstand würde sagen, ey, was für eine kranke Scheiße läuft denn hier ab? Wer macht denn sowas? Ja, es gibt doch andere Wege. Ne? Es ist auch manchmal, wenn uns geliebte Menschen verlassen und wir traurig werden, ist es auch die Heilung und alter Schmerz kommt hoch. Ja, es gibt verschiedenste emotionale Brechmittel. Aber die Seele, die überlegt sich was, sucht sich was aus, und erzeugt dann in dir die Gefühle, um das zu ermöglichen. Weil wenn jemand aus dir Schmerz rausholen soll, musst du dich erstmal verlieben. Das ist aber die Liebe, die
im Verstand erzeugt wird und die nur dazu dient, um dann am Ende den Schmerz zu erlösen. Damit du dann wirklich mehr und mehr mit dir und deiner Liebe verbunden werden kannst. Und das können wir erst, wenn der Schmerz aus uns aufgeräumt ist. Ja, und so nutzt die Seele eben den Verstand, um gewisse Gefühle zu erzeugen, um dich in deine Heilung zu führen. Nun kommt dann der Verstand manchmal und sagt, der hat mich verletzt, aber deine Seele sagt, du warst schon seit deiner Kindheit verletzt und der ist dein Heiler. Also nicht meckern, nicht schimpfen. Ja, und so ist es eben, dass wenn wir diese Gefühle dann nicht annehmen wollen, fällt es schwer, uns und die Seele zu verstehen. Weil die ja sehr, sehr, die ist ja so ausgeklügelt, wir verstehen ja häufig unsere eigene Seele nicht mit unserem Verstand, weil wir denken, hey, was, die Seele erzeugt Liebe, damit dann der Schmerz hochgetriggert werden kann. Was? Ne? Hat uns ja keiner gesagt. Wenn wir das aber verstehen, können wir lernen, besser damit umzugehen. Ja, da kommt auch hier die Erleuchtung von oben. Natürlich ist aber auch gerade bei der Unzufriedenheit so, also zum einen kann es aus der Seele kommen, weil sie sagt, hey, du wirst jetzt unzufrieden, weil du dich bewegen darfst. Ne? Sagen wir mal, du bist lange Zeit so festgesteckt und hast gesagt, oh ja, mein Job, der passt schon, auch ja, die Beziehung passt schon. Ja, und deine Seele aber sagt, nee, du, ich habe einen besseren Job für dich oder es ist Zeit für deine Berufung oder da wartet die richtige Liebe auf dich, die du noch gar nicht kennst mit deinem jetzigen Verständnis von Liebe, dann schickt dir die Seele Unzufriedenheit, um zu sagen, hey, time to move on, beweg dich. Und wenn du dich nicht bewegst, wird die Unzufriedenheit immer größer, bis du dich bewegst. Und da ist es eben wichtig, dir die Frage zu stellen, warum bin ich unzufrieden? Und was kann ich verändern? Kann ich was verändern? Was kann ich tun? Und da habe ich auch schon ein Video zum Thema Unzufriedenheit gemacht. Das verlinke ich euch auch. Da geht es auch um dieses Thema. Ist aber noch nicht so ganzheitlich wie das jetzige Video. Wie gesagt, ne, es ist ein Diamant, die Unzufriedenheit. Da kann man Stunden damit füllen. Genau, also das wäre so die Seelenbotschaft, die sagt, Unzufriedenheit holt dich aus der Stagnation. Das ist das eine. Das zweite ist aber eben auch, dass du lernst, damit umzugehen, ja, dass du dein verletztes inneres Kind heilst, dass du dich lernst zu lieben, auch wenn du unzufrieden bist. Das nächste Ding ist mit der Unzufriedenheit, dass es immer ein Zeichen von Transformation ist, weil sehr viel in dir, in deinem Leben, in deinem Körper umgestellt wird und man dann manchmal so überfordert ist, dass man es nicht versteht und man will ja immer alles verstehen und wenn man es nicht versteht, wird man unzufrieden. Also so diese, ich will es jetzt verstehen. Wieso verstehe ich es nicht? Wieso ist es so? Na, wenn man es nicht versteht, wird man unzufrieden. Und da ist dann aber auch, wenn du es nicht verstehst oder du weißt, ich, na, so, ich weiß nicht, was ich tun soll damit, dass du es eben erstmal annimmst und sagst, so, ich bin offen, die Botschaft zu verstehen, wann auch immer sie mich erreichen wird. Na, das Ding ist ja, du musst nichts tun, du musst dich einfach nur öffnen und sagen, was hast du mir zu sagen? Und im richtigen Moment bekommst du dann die Antworten von dir, aus dir selber. Und da ist aber eben immer wichtig, das nicht wegzureden, ja, oder zu sagen, ich muss jetzt dankbar sein. Ja? Nein, du darfst doch mal unzufrieden sein. Das ist wichtig. Weil alles andere ist toxische Positivität. Da habe ich auch ein Video. Muss ich mir nur notieren. Genau. Und dann ist es nämlich aber auch so, dass Unzufriedenheit häufig aus dem Ego kommt,
das bewertet, ja, das sagt so, oh, du bist nicht schlau genug, du bist nicht schön genug, guck mal, du bist jetzt so und so alt, was hast du erreicht, schau mal, da ist doch jemand, der ist doch viel weiter, ne, und dass sich dein Ego schlecht machen möchte, weil es nicht das große Ganze sieht. Ne, sagen wir mal, du bist vielleicht wirklich so schon sehr weit oder hast schon so deinen Frieden gefunden und dann plötzlich kommt noch mal dein Ego und sagt, hey, wieso bist du so entspannt? Du musst dir Sorgen machen, ja, du musst dir mal ein bisschen mehr arbeiten oder Pfeffer geben oder was weiß ich. Ne, kommt dein Ego und stresst dich rein. Und das ist dann auch wichtig zu erkennen, dass du dich von dir selber nicht stressen lässt. Ne, weil wenn die Seele, sage ich dich mal, stresst, ist es nicht so, die macht dich nicht schlecht. Weißt du, was ich meine? Immer wenn du dich schlecht machst und das zur Unzufriedenheit führt, dann ist es nicht aus der Seele, weil die Seele wird dich nicht schlecht machen. Die wird nicht sagen, ey, was machst du da für eine Scheiße? Oder wieso hast du das so gemacht? Wieso hast du das so gemacht? Ne, dieses Bewertende, Abwertende, Verurteilende ist nicht die Seele, das ist das Ego. Also die Unzufriedenheit aus deiner Seele ist nicht auf dich persönlich bezogen, ja, oder dass sie sagt, ja, du hast einen dicken Hinter bekommen oder du bist dumm oder was auch immer. Na, sowas würde, solche Informationen würden nie aus deiner Seele zu dir fließen, sondern sowas kommt aus deinem Verstand. Und das kommt aber, ist nicht eine Botschaft deiner Seele, die dich jetzt liebevoll leiten möchte, sondern es ist eher dein Verstand, der dich klein halten möchte. Deswegen ist es immer wichtig zu differenzieren, ja. Was ist jetzt eine Botschaft aus meiner Seele und was ist aus meinem Ego? Und wo darf ich dann sagen, okay, liebes Ego, du findest mich jetzt gerade halt irgendwie scheiße, ja, dann ist es halt so. Und dich aber nicht da so dann reinzusteigern, aber es eben auch nicht wegzureden, ja, oder zu sagen, ich muss jetzt glücklich sein oder dankbar. Und wenn du das nämlich differenzieren kannst, ja, wenn du weißt, okay, jetzt kommt Unzufriedenheit aus der Seele, ja, ich weiß, ich müsste eigentlich das machen, aber ich habe Angst davor, ne, und der Verstand hält mich zurück, dann weißt du vielleicht, okay, vielleicht solltest du der Sache nachgehen, weil deine Seele möchte das und wenn du da der Sache nicht nachgehst, dann wird die Unzufriedenheit immer lauter. Aber wenn du dann unzufrieden bist, so Tage hast, wo du dir denkst, Mann, aber ich war doch so in meinem Frieden, wieso kommt das jetzt plötzlich? Dann sehe es einfach als Test. Ja, und dann sag, ach, Unzufriedenheit, ja, ich nehme dich an. Ja, ich bin hässlich. Ja, ich bin scheiße. Ja, ich bin dumm. Ja, bin ich alles. Darf ich alles sein? Ist auch okay, dann bin ich halt so. Und dann merkst du plötzlich, ah, okay, jetzt wird die Unzufriedenheit zufrieden. Kennt ihr das vielleicht, wenn Kinder sagen, wenn die so bockig sind und sagen, ey, du bist scheiße? Und ihr dann sagt, ja, ich bin scheiße. Dann merkt man plötzlich so, ah, okay. Also, ja, ich bin scheiße, aber ich mag dich trotzdem. Ich habe dich trotzdem lieb. Dann guckt das Kind so, hä, was ist denn jetzt los? Weil das wollte dich ja provozieren. Aber wenn du nicht drauf einsteigst, sondern es einfach annimmst und ihm Liebe gibst, dann verändert sich es plötzlich. Das ist so wie Menschen, manche kommen, manche wollen Streit, aber eigentlich wollen sie Liebe. Du gibst ihnen den Streit nicht, sondern gibst ihnen Liebe und plötzlich verändern die sich. Ja? Und so ist es eben auch mit der Unzufriedenheit. Also wenn die Unzufriedenheit aus dem bockigen Ego ist und du das einfach annimmst und sagst, ja, jetzt bin ich halt so, oh, jetzt bin ich hässlich, jetzt bin ich das und das, ich bin nicht gut genug, was auch immer, und das dann annimmst, dann merkst du plötzlich so, dass sich diese Unzufriedenheit verändert durch die Annahme und durch das Erkennen, es ist aus dem Ego. Ja, das ist so wie, ha, ich habe dich enttarnt. Ja, bist aufgeflogen. Und dann verändert sich es auch plötzlich schon. Und so kannst du lernen zu differenzieren, wann ist es aus der Seele und wann ist es aus dem Ego. Und häufig sind wir eben, wie gesagt, in solchen Phasen der Unzufriedenheit, auch in der Transformation, wo große Veränderungen auch im Leben bevorstehen, wo auch nochmal manchmal so ein bisschen Angst kommt, auch aus dem Ego. Ich habe auch ein Video, das verlinke ich euch auch, das heißt, das Ego bockt kurz vorm Durchbruch, ja, weil es Angst bekommt und dich beschützen will.
Und dann macht es dich oft mal noch klein, ja, weil es dich quasi zurückhalten will. Das ist so wie Menschen, die dich nicht loslassen wollen. Und wenn du sagst, so, was ist ich werde jetzt Prinzessin, und die dann sagen, oh, du kannst doch nicht Prinzessin werden. Natürlich kannst du Prinzessin werden. Ja, die sagen es halt nur, weil sie Angst haben, dich zu verlieren. Weil wenn du irgendwo Prinzessin bist in deinem Luftschloss, ja, dann bist du vielleicht energetisch oder körperlich nicht mehr da. Und deswegen will dich dein Ego oder andere Menschen wollen dich manchmal zurückhalten oder schlecht machen, weil sie Angst haben, dich zu verlieren. Und deswegen erkenn auch diese Transformation und erkenn diesen Wachstumsprozess. Und es ist, wie gesagt, ein Fortschritt, wenn dieses Gefühl kommt, denn es war vermutlich schon länger in dir, aber es hat nicht zu dir gesprochen oder sprechen können, weil du es nicht hören wolltest. Ja, und es ist bei vielen so, dass die ein Leben führen, wo sie, wie gesagt, denken, ja, ich bin zufrieden, und plötzlich kommt die Unzufriedenheit eines Tages um die Ecke und man denkt sich, wieso bin ich jetzt plötzlich unzufrieden? Ich war doch immer glücklich. Also entweder es gab einen starken Wandel, ja, und oder kommt jetzt ein neuer Abschnitt, wo man noch zufriedener nach diesem Transformationsprozess wird. Und das ist immer wichtig, das zu erkennen, wenn du ich sag mal, in deinem alten Leben bist, wo du zufrieden warst. Und dann kommt die Unzufriedenheit, dann führt sie dich in ein neues Leben, wo du noch zufriedener sein wirst wie in dem alten, wo du gerade noch denkst, aber ich war doch zufrieden. Und dann da will dich dein Verstand immer wieder dahinter zurückziehen. Ja, wenn du mal in einer glücklichen Ehe warst, dann versucht man vielleicht daran zu arbeiten, was auch nicht schlecht ist, ja, zu reflektieren und sich zu heilen. Aber wenn deine Seele was anderes für dich vorgesehen hat, einen anderen Partner oder Partnerin, aber dein Verstand immer sagt, ja, aber ich war doch so glücklich mit dem oder der und ich will das wieder haben, dann hat halt der Verstand noch nicht verstanden, was er auch nicht verstehen kann, dass deine Seele einen anderen Plan hat. Ja, und da ist eben immer wichtig, auch die Kontrolle abzugeben und zu fühlen, was will dir die Unzufriedenheit sagen. Und auch, es hat auch immer mit einem Wachstum zu tun, mit dem energetischen. Ja, weil wenn du irgendwo, sagen wir mal, warst in der Wohnung, sagen wir mal, du hattest 50 Quadratmeter und hat alles gepasst und eines Tages merkst du, so, ich bin so unzufrieden, ich brauche mehr Platz. Ne, dann bist du energetisch gewachsen und deine Seele möchte dich vielleicht in eine größere Wohnung bringen. Und dafür braucht sie, und das ist immer wieder beim Seelenführungsimpuls, dafür braucht sie die Unzufriedenheit, weil sonst würdest du dich nicht bewegen. Ja, und natürlich kannst du sagen, ja, aber ich war doch so glücklich hier und es war doch alles gut. Ja, war es vielleicht auch, aber deine Seele sagt, es geht weiter. Ja, und deswegen, wenn du diese Chance siehst, dann siehst du, es ist eine Transformation zu was Besserem und nicht zu was Schlechterem. Also jede Transformation führt dich immer in eine höhere Frequenz, auch wenn sich manchmal nicht so anfühlt. Und wenn du in einer höheren Frequenz bist, ziehst du auch Menschen und Dinge in dein Leben, die auch auf dieser Frequenz schwingen. Ja, und da ist es aber wichtig zu erkennen, dass dich die Gefühle, wie auch eben die Unzufriedenheit, genau dorthin führen. Also es ist ein Wachstumsprozess, in dem du dich befindest. Und da ist es eben auch wichtig, dann auch nochmal alte Ängste anzusehen und sich nicht von ihnen aufhalten zu lassen. Weil wenn du zum Beispiel, wenn dich deine Seele weiterführen möchte und du hast aber Angst, dann bleibst du in dieser Situation unzufrieden, weil deine Seele dir sagen möchte, zieh weiter. Und die Angst kommt aus dem Verstand und möchte dich aber blockieren. Und da ist immer wichtig, durch die Ängste hindurchzugehen. Ja, weil wenn
Deine Seele, sagen wir mal, möchte dich aus der Wohnung rausholen oder aus dem Job oder aus der Beziehung, du bist unzufrieden. Und du hast aber Angst und sagst, nee, das geht nicht, weil, Und in Wahrheit geht's schon, aber du hast halt Angst und schiebst irgendwelche Gründe vor, weil du Angst hast und weil du dir nicht eingestehen möchtest, dass du Angst hast. Und das ist dann aber aus dem Verstand. Und dann wirst du aber, auch wenn du es wegredest und sagst, nee, das passt jetzt mit der Wohnung, wirst du nicht zufrieden, weil deine Seele sagt, nee, es passt nicht. Und wenn deine Seele sagt, es passt nicht, egal ob Beruf, Wohnung, Partnerschaft, ja, dann hat deine Seele recht. Der Verstand hat nicht recht. Der hätte gerne recht und sagt, nee, es passt. Stell dich nicht so an, die Beziehung passt jetzt. Ey, du bist jetzt so lange in der Beziehung, bist so lange im Job, das passt jetzt schon. Halt mal die Füße still. Na, das ist immer der Verstand. Aber wenn du da nicht den Seelenimpulsen folgst, wird die Unzufriedenheit nicht weggehen. Und das ist eben auch das, was viele versuchen zu betäuben oder zu runterzuschlucken, ja, und dann zu kompensieren mit Ersatzkompensationen, ja, das ist ich mehr essen, trinken, betäuben, ja, fliehen. Und da ist es aber eben ganz, ganz wichtig, nicht zu fliehen, sondern sich mal hinzusetzen. Deine Unzufriedenheit hat jetzt ein Gesicht. Du hast jetzt ein paar Impulse bekommen. Und zu lernen, zu differenzieren, ob es jetzt einfach nur dein Ego ist, was dich jetzt nochmal schlecht machen möchte. Häufig eben auch vor dem Durchbruch nochmal. Oder ob es deine Seele ist, die dich weiterziehen möchte. Und dass du einfach lernst, dieses Gefühl als Wegweiser zu nutzen und nicht sagst, ich will es nicht haben, weil es ist ein Teil von dir. Ja, es ist jedes Gefühl, ist ein Teil von uns und wird immer ein Teil von uns bleiben. Und wenn wir es nicht fühlen wollen, dann haben wir es nicht integriert und dann werden wir nicht vollkommen, weil wir, weil uns was fehlt. Und deswegen hol dir deine Vollkommenheit zurück, indem du deine Zufriedenheit annimmst, dich mit ihr unterhältst und sie als einen Teilaspekt von dir siehst, der sehr wichtig ist für deine Entwicklung und Transformation. Denn ja, Liebe und Freude ist schön, ja, und da geht ja auch die Reise hin. Aber alle Gefühle dürfen mitgenommen werden. Und jedes Gefühl ist wichtig. Das ist wie in einem Film. Da sind die Bösen genauso wichtig wie die Guten. Die gehören zusammen, die machen den Film komplett. Und so ist es auch mit all deinen Facetten, die dich zum ganzen Menschen machen. Und wo du kein Gefühl auch auf deinem Weg, auf deinem spirituellen Weg verlieren sollst oder weghaben lassen, machen musst, ja, was für ein Satz, Daniela, sondern du nimmst jedes Gefühl mit und integrierst es und nutzt es positiv. Und dann ist jedes Gefühl ein Geschenk, ein wertvolles Geschenk, das du dir selber machst. Du lernst damit umzugehen. Denn wie gesagt, alles, was du in dir verdrängst, ziehst du im Außen an. Also wenn dein Leben umgeben ist voll unzufriedener Menschen, sind in Wahrheit nicht alle Menschen unzufrieden, das ist nur dein Bild, weil du vielleicht deine Unzufriedenheit nicht spürst und es aber im Außen anziehst. Yes, genau, deswegen bewerte sie nicht als negativ, nimm sie an mit all deiner Liebe, lass diese Impulse arbeiten und bin gespannt, was dir deine Unzufriedenheit zu sagen hat. Also lass mich gerne in den Kommentaren wissen, wenn du kommentieren möchtest. Ich danke dir fürs Zuhören, Zusehen und dabei sein und bis bald, mach's gut. Amen, over and out.